herzlich willkommen wieder zurück in einer weiteren Folge von Endless Fables. Fluch des Minotaurus, genau. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonnieren, favorisieren und teilen. So, wir brauchen jetzt das Pestizid. Entschuldigung. Dafür brauchen wir eine Korkenzieher noch. Peach. Und einfüllen. Alter, pur Eufülle. Boah. Pestiziden, dann pur Eufülle. Junge, halt die Nase zu. Du hast nämlich ein gleiches kleines Problem. Thank you. You say the bridge is broken? You'll need to collect the siren's melody and call the hippocampus. It can take you across the ravine. Hop on. I'll give you a ride. Ah ja. Der Hippocampus. We're here. Use this conch to collect the siren song. But be careful. They've been especially angry lately. I'll spread the word about the Minotaur's return. Once you're done, ring the bell and I'll come get you. Okay, die Zaubermupfel haben wir geredet. Zaubermupfel. Ohne Stein. Das da wollen wir auch noch haben. So, gucken wir erstmal, was haben wir hier. Hier ist zu, da müssen wir noch aufmachen. Oh, ein Kehreimer, das nehmen wir mit. Ist zu, war mir klar, wäre ja zu einfach gewesen. Hier fehlen noch Bretter, das bringt mir soweit nichts. Hier holen wir zum alten Brunnen. Wow. Hier ist der Fächer, da fehlt noch ein Stück. Da haben wir ein Sammelobjekt drüber. 100 Bretter, oh, da ist irgendwas. Das sieht seltsam aus. Das dann nehmen wir auch noch mit. Ein Froschen. Froschen. Da müssen wir gucken, wie wir das noch machen. Da fehlt mir noch ein Teil dazu. Sieht aus wie so ein Gesicht. Ah, das ist noch eine Flibelle. Eine Flibelle? Alter Brunne, das, was ist das? Eine Dohle. Eine Hupfdohle. Ne, das muss da rein. Und das kommt auch da dazu. Da fehlt mir noch das andere Brett. Oh, ich habe hier noch einen Stein. Stimmt, ich habe einen Stein. Das Stein kann ich doch. Ja. Dann kann ich den Pinsel das Brett noch nehmen. Gut, mit die Bretter kann ich doch hier einfügen und dann wahrscheinlich. Weil ich muss ihn löcher dicht machen, dass das Ding überhaupt schwimmen kann. Don't look at me. I'm hideous. I can't walk anywhere with this tail. If I could find my favorite comb, I'd feel a bit better. Take this leaf and please bring me back my comb. Ja, mach ich. Kein Problem. Da ist noch ein Zahnrad, da ist ein Flasch, da ist noch ein Teil. Immer noch was? Nee. Nehmen wir das alles nicht mal mit. Herr Angstmädel, ich helfe euch. Weil mehr Jungfrauen sind ja nicht so, um die Leid zu fressen. Nochmal. Wiederhol die Sequenz, die auf dem Film angezeigt wird. Oha. Gut, Ammo, Zwemo, Freimo. Ammo, Zwemo und das war Freimo, oder? Hä? Okay. Das. Ah, vorbeigeklickt. Das. Okay, das.
rot, blond und warm. Ah, jetzt dürfen wir durch eine Trauer. Okay, wir müssen Teile wieder suchen, das ist cool. Da haben wir schon mal das erste. Das sieht noch eben aus. Das ist die Perle da unten. So ein Stück am Spiegel habe ich doch was gesehen. Ah, da sind die Seestellen, da ist die Arno. Da oben ist eins. Da ist, glaube ich, eins hier dran versteckelt. Da ist eine Meerjungfrau, Frau. Gut, da ist ein Stück vom Kamm. Und ich glaube, da hinten dran. So, jetzt brauche ich nur noch die grüne Perle. Die grüne Perle. Eine grüne Perle, eine grüne Perle. Da. Da, da, da. Jetzt haben wir alle drei. Oh, das ist der Kamm, wo die Happe wollt. Ja, dann sind wir doch mal so frei, oder? Da, Mädels. Oh, thank you. I saw you help my sister. Could you find my hand mirror? If I could hold it, it would give me some comfort. Here's a key. Please, look in our old home. No, no, ist sogar kein Problem, machen wir. Mädels, gar kein Problem, ich helfe euch. Dann gehen wir mal gucken. Die Gute will einen Spiegel haben, aber ich brauche ihr Licht. Flaschenöl. Gut, Hafenstück. Habe ich hier noch irgendwo was? Ich könnte ja mal auf der Karte gucken, wo ich was zu machen habe. Nur da oben drin. So, dann gucken wir mal. Ah, es werde Licht. So, ist schon mal Schmetterling. Wie ist eigentlich schon, sie sieht lebensecht aus. Ja, ich glaube, das lebt auch. Okay, ich gehe mal davon aus, das soll ein Pelgerin. Die müssen wir aber erstmal suchen. Das hatte man schon. Da haben wir ein Stück. Mupfel? Nee. Nee, 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 nee. So. Ah, okay, da fehlt noch ein Stück. Kann ich mit dem Rad da was tun? Nee. Nee, 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 nee. Aber hier haben die drei früher gelebt anscheinend. Und hier brauchen wir drei Mupfele. Okay, hier habe ich aber keine drei Mupfele. Da gehen wir mal ins Zurück. Ich habe eine Mupfel. Die Mupfel passt doch hier bestimmt. Okay, hier kriegen wir jetzt das Theaterstück. Könnte das sein, dass das... Nein. Nein, nichts Theaterstück. Aber ich muss hier was tun. Das ist schon mal korrekt. Was könnte ich hier tun, ist die Frage aller Fragen. Ich glaube, es hat was mit dem Eichhörnchen zu tun. Oder mit dem Tisch. Hier geht so ein Perlendieb um. Ja, klar. Das kann nur hier was hin. Ich weiß nicht, wie der Hamster. Ja, das Eichhörnchen muss drin, ist mir schon klar. Aber es sieht ja nur lebensecht aus. Und wenn ich es versuche anzulangen. Halt, warte mal, ich kann es doch beleben. Hallo, mein Freund. Dankeschön. Oh, hier fehlt Zahnrad drin. Siehst du mal. Okay, das muss dann da rein. Ah, okay, das muss ich jetzt nochmal direkt anklicken, dass ich das dann machen kann. Ah. The Sirens lived happily on the seashore. They spent much of their time staring at their own reflections in their beautiful mirror.
They also loved singing and playing the harp. Ah, die spielt die Harfe. Die guckt in den Spiegel. Und wo ist der Kamm jetzt? Ah, da oben. Their friends, the muses, were even more beautiful. They often visited the sisters. Many artists wrote songs and poems about the muses' beauty. The sirens were jealous, so they stole one of the books written for the muses. When the muses found out, they cursed the sisters. The sirens turned into ugly mermaids that would forever be chained to the sea. Since then, the sirens have taken out their anger on sailors who come too close to them. Was ist das? Feuerkugel. Kann ich doch? Nee. Aber ich habe so das Gefühl, da ist noch irgendwas. Ich glaube da drüber, genau. Machen wir Licht da. Okay. Setz die Fackeln so ein, dass alle Stege beleuchtet sind. Okay. Alle Stege beleuchte. Wenn ich das jetzt aber hier mache, fehlt der da unten nicht. Also muss der an die Ecke. Also muss der an die Ecke, dass der die komplette Stege beleuchtet. Der muss hier rüber. Also könnte ich den da auch hier machen. Den da. Der ist nicht beleuchtet anscheinend. Jetzt haben sie alle beleuchtet. Ist klar. Jetzt können wir auch zum anderen Schiff rübergehen. Ach du Kacke. Okay, hier die Laute ist total im Arsch. Was haben wir hier? Doch immer. Ah, okay. Verwende die Gegenstände, um die Kartenrolle zu finden. Okay, okay, okay. Du musst es Seepatcherin. Du brauchst noch Glück. Maske. Wo haben wir jetzt Zirkel? Nee. Ah, okay, da kann ich den Mond auszirkeln. Aber für wo brauchst du? Ah, den Mond brauchst du hier drauf. Da kriege ich jetzt die grüne Griff. Der grüne Griff kriege ich einen Vogel. Der Vogel tut zwitschern eigentlich, aber okay, der kann ja auch eine Käfig. Da habe ich ein Messer. Autsch. Irgendwo brauche ich das Messer, aber ich weiß noch nicht, wo. Wo brauche ich das Messer? Ich habe noch keinen Plan. Für was brauche ich ein Messer? Ah, so, das Sack aufzuschneiden. Ich bin ja auch doof. Da habe ich das Gewicht. Zack. Kriege ich jetzt die rote. Da haben wir einen Nodeplatz. Ohne Edelstein. Der Edelstein passt doch hier rein, oder? Dann kriegen wir jetzt das letzte Seepatch, das können wir da reinstecken. Zack, jetzt haben wir die Karte. Wir haben die Karte! Ja, Karte gefunden, bringt mir aber nichts. Oha. Stopp, 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 ich muss jetzt überlegen.
Das ist Bild, das ist Kunst. Kunst müssen wir beide hin, okay. Das würde so stimmen. Das würde so stimmen. Und das so. Das ist, ah ne, da ohne. Na, stopp. Der Bildhauer muss da oben, die Musik muss da ohne. Gut. Okay, jetzt muss ich die beide noch tauschen, weil ich denke, das und das ist nicht so korrekt. Jetzt stimmt's. Ha! Okay, wir haben den Spiegel, wir haben eine Perle. Die kriege ich so nicht auf. Eine der Bücher fehlt. Da kann ich im Moment nichts tun. Aber ich kann ihr den Spiegel geben. Da hat sie schon mal ihr Spiegel. Thank you so much. Gern geschehen. We shouldn't have been so greedy and envious. You're generous and humble. Maybe you can break the spell. Ja, take this pearl and bring the book we stole back to the muse's chest. Hopefully that will break this curse. Machen wir. So, aber wir müssen jetzt erst wieder zurück, weil wir brauchen ja hier die Perle. Da ist die grüne. Ich glaube, das soll die blaue sein. Genau. So, wo können wir noch was tun? Wir können hier was tun, wir können auf dem Schiff was tun. Wir fangen erst mal auf dem Schiff an zu gucken. Da müssen wir ein Buch reinbringen, das wollen wir noch nicht haben. Hafenstück? Nee. Also Öl. Na, klasse. Da haben wir wenigstens ein paar Seiten. Kann man noch was hier machen? Nö. Nee. Auch nicht. Gut, gucken wir mal weiter. Wir können hier was tun, wir können da was tun. Was können wir hier noch tun? Also es fehlt noch zwei Perlen. So kann ich nichts machen. Stopp. Doch, hier können wir auch noch was tun. Nein! Hier wäre auch noch was zu tun. Aber was wäre hier zu tun? Oder bin ich jetzt gerade verkehrt? Ne, das ist hier. Ja, aber das will ich nicht. Gut, gehen wir da hin. Fangen wir da oben an. Also irgendwas müssen wir noch hier tun können, aber was? Ah, hier ist eine Perle. Okay. Hier haben wir schon mal die rote Perle. The red one. Zack. Jetzt brauchen wir noch die grüne. Wo ist die grüne? Die grüne muss hier sein. Nein. Lass mal einen Tipp geben. Ja, hier waren wir doch. Ja, bringt ja alles nichts. Da fehlt auch noch ein Stück. Fehlt jetzt nur noch die lila, ne? Warum? Soll ihr hier sein? Wo gehen wir wieder zum Ufer zurück?
Hier war es Angriffe. Hier raus? Wo will er denn hin? Ah, hier ist sie drin. Oh, nee, oder? Das war ja... Oh. Danke. So, dann bringen wir schnell noch das Buch zurück. Und lösen das Fluch von der Mädels. Bleiben aber trotzdem mehr Jungfrau. We're young and beautiful again. Please, take our melody as a reward. We need our harp and you need your conch. So, da haben wir die Harpe. Und die Harpe können wir reparieren. Wenn wir sie reparieren könnten. Jetzt aber. Ah, das ist noch das Harpestück, was gefehlt hat. Stimmt. Bitte schön. Und die letzte. Hä? Es gibt eine alte Legende über eine Zaubermuschel. Ja, das ist doch die Zaubermuschel. Ach, da. Ich hab hier geguckt, ob hier was ist, was wir mitnehmen können. Was sich wechselt, was sich verändert. Nein, sieht jetzt aus. Gut, dann in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Beteiligten für das Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haut rein in diesen Tag und tschüss.